vorsichtig. Als Reinhard Koch im Dezember 2002 sein Präsidentenamt aufgab, lag laut Frank Fechner, Geschäftsführer von Januar 2003 bis Sommer 2005, eine offizielle Liquiditätsplanung vor, die bis Sommer 2003 einen Überschuss von 400.000 Euro aufwies. Wie kann es dann sein, dass der FC St. Pauli gerade einmal 4 Monate später eine Liquiditätslücke von 2 Millionen Euro stopfen musste? War das Geld irgendwie verschwunden oder war die finanzielle Situation des Vereins in Wahrheit viel schlechter als gedacht? Hatte Reinhard Kochs Rücktritt am Ende sogar etwas mit frisierten Zahlen zu tun? Sein Nachfolger Conny Littmann, der im Februar 2003 offiziell das Amt des Präsidenten übernahm, vermutet einen Zusammenhang. Die, sage ich mal, Mutmaßung liegt nahe, dass Reinhard Koch schon zu dem Zeitpunkt seines Rücktritts wusste, in welchen finanziellen Problemen der Verein ist, beziehungsweise in welche er geraten kann. Und von da gesagt hat, also bevor das hier alles den Bach runtergeht, mache ich lieber einen schnellen Abgang. Die Spekulation ist nicht weit hergeholt aufgrund dessen, was dann anschließend kam. Kurze Gegendarstellung, Reinhard Koch. Und ich bin im November gegangen auf der Mitgliederversammlung, weil es gab ja auch 30 Abwahlanträge gegen mich, weil ich mich natürlich, weil ich dann wieder den Unternehmer rausgekehrt habe und das passte natürlich dem einen oder anderen nicht, indem ich gesagt habe, wir müssen hier Cost-Cutting machen, sodass hier der Verein vernünftig existieren kann. Und dann nachdem ich dann abgetreten bin oder zurückgetreten bin, weil ja da die 30 Abwahlanträge waren und weil es einfach auch zeitlich nicht mehr zu schaffen war. Ich konnte ja nicht 100 Stunden die Woche arbeiten. Und St. Pauli, und das muss man, und das hat St. Pauli jetzt zum Glück beendet, dass es endlich eine hauptamtliche Führung hat. Ja, man kann so einen Verein niemals ehrenamtlich führen. Das geht weit über die Grenzen hinaus. Und dann hat man dann für die Rückserie, nach meinem Rücktritt, sind dann im Januar ja Spieler verpflichtet worden. In einer Größenordnung X. Aber der Klassenerhalt konnte nicht gesichert werden. Und dann kam es zum Super-GAU. Das ist die Wahrheit. So, also wie ich gegangen bin, war genug Geld da. Und die Strukturen waren auch da. Der Super-GAU, den Reinhard Koch da anspricht, war dann die schmerzhafte Erkenntnis, dass die wahren Zahlen verheerend aussahen. Die vereinsinternen Unterlagen, die etwas anderes behauptet hatten, waren schlichtweg falsch oder mindestens unvollständig. Die Verbindlichkeiten waren wesentlich höher als angegeben. Und es ist mindestens zweifelhaft, ob es die Spielerverpflichtungen unter Littmann waren, die den Untergang eingeläutet haben. Das deutet Koch ja so ein bisschen an. Die Entscheidung, in die Mannschaft zu investieren, erfolgte ja auf Grundlage der bestehenden Liquiditätsplanung. Wir erinnern uns, angeblich 400.000 Euro Überschuss. Das Problem waren in Wahrheit ganz andere Posten. Allein der Rückerwerb bzw. Erwerb der Vermarktungsrechte und der Stadionplanung von Heinz Weisener hatten den FC St. Pauli 2,7 Millionen Euro gekostet. Hinzu kamen Mehrausgaben für das Jugendleistungszentrum am Brummerskamp, Verluste aus der Vereinszeitschrift Viertel nach Fünf und so weiter. Außerdem war unter Reinhard Koch ein Umsatzsteuerdefizit von über 600.000 Euro entstanden. Aber das kam erst 2005 raus, also andere Krise. Anyway, um die Lizenz für die Regionalliga zu erhalten und nicht in die Oberliga strafversetzt zu werden, musste der Verein dem DFB bis zum 11. Juli 2003 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 1,95 Millionen Euro vorweisen. Dass der DFB überhaupt so eine hohe Liquiditätsreserve haben wollte, war laut Conny Littmann übrigens die Schuld von Stefan Beutel. Der hätte laut Conny Littmann nämlich Einspruch erheben können und müssen. Bei erfolgreichem Widerspruch wäre die Summe deutlich geringer ausgefallen. Der Vorgang war so, dass Stefan Beutel war Amt, ja.